Takako Saito ist Fluxus-Künstlerin der ersten Generation und stellt hier am Museum Schloss Mäuland in der Ausstellung Fluxus Musikzone West aus. Sie ist in Japan geboren und in den 60er Jahren dann nach New York gegangen und hat da viele Künstlerinnen und Künstler getroffen, die eben in diesem Fluxus-Umfeld gearbeitet haben. George Mitsunas, Mieko Schomi, Yoko Ono, aber auch Ben Patterson oder George Brecht. Wir haben hier von Takako Saito Arbeiten ausgewählt, die eben Kunst und Musik zusammenbringen. Wir haben uns auf Werke konzentriert, in denen sie mit Papierwürfeln arbeitet. Das ist so ein Element, das sich durch die Arbeit von Takako Saito zieht. Und diese Papierwürfel geben nämlich einen ganz besonderen Sound von sich ab. Und was ganz besonders auch an der Arbeit von Takako Saito ist, ist, dass sie den Besucher, die Besucherin ganz ernst nimmt und oftmals wird sie eben Teil ihrer Kunst. Also das Werk ist erst vollständig, wenn es durch den Besucher, die Besucherin aktiviert wird. Und ganz fluxustypisch gibt es da eben öfters mal so kurze Handlungsanweisungen. Und hier ist die Handlungsanweisung bei der Arbeit Head Music direkt auf den Hut geschrieben. Put it on your head, also setzt dir den Hut auf. Und mit dieser Anweisung löst man dann ein Ein-Mann- oder ein Ein-Frau-Konzert aus. Hören Sie gut zu. Ich werde jetzt dieses Konzert hier aufführen. Und es ist wirklich ein wunderschöner Sound, der dabei entsteht. Takako Saito, Head Music.